Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Es ist natürlich immer eine Frage, was man unter bezahlbar versteht und für wen es bezahlbar ist. Wir sind gerade in einer ziemlichen Krisensituation, bundesweit, international. Wenn wir die Nachrichten aufmachen, sind da gerade wenig positive Nachrichten. Wir haben die Nachrichten von Trumps Wahl, die Ampel hat den Schlussstrich gezogen, die Massenentlastungen, die anstehen, und wie sehr wünscht man sich denn nicht, dass man nach Feierabend nach Hause kommt und in einer sicheren Wohnung ist. Doch leider ist bei viel zu vielen geht die Krise zu Hause weiter. Jeder dritte Mieterhaushalt ist inzwischen finanziell überlastet. In Kassel allein haben 1200 Menschen schon längst keine Wohnung mehr oder einen eigenen Mietvertrag. Wir haben überbelegte Wohnungen, in denen Familien mit 5 Personen auf 60 Quadratmetern wohnen, weil sie keine größere Wohnung finden. Wir haben 20% der Alleinerziehenden in Kassel, die vom Jobcenter Geld beziehen und aus dem Pegelsatz noch für die Miete Geld bezahlen müssen, weil die Kosten der Wohnung nicht komplett gedeckt werden. Wir haben Menschen, die in Wohnungen wohnen, wo Schimmel drin ist, wo es zum Teil, wenn es regnet, im Wohnzimmer das Wasser reinkommt und die dort wohnen bleiben, weil sie keine andere Wohnung finden. Wir haben eine massive Wohnungskrise, die sich auch in Kassel niederschlägt. Und ja, da braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, und befristete Sozialwohnungen sind da nur ein Baustein, aber sie sind ein wesentlicher Baustein, um zu bezahlbaren Wohnungen zu kommen. Und mit bezahlbar meine ich günstig, nämlich für diejenigen, die sich eben auf dem freien Markt die Eigentumswohnung nicht mal eben kaufen können. Das heißt, wir müssen eingreifen. Sie sagen, es wird damit gesteuert. Und eben für die, die die Vorlage nicht kennen, der Vorschlag des Magistrats in der Zeit, wo wir die ganzen letzten Jahre die Diskussion hatten, dass ja niemand Sozialwohnungen bauen will, ist jetzt, wo Investoren sagen, sie wollen Sozialwohnungen bauen, weil sie es mit einer kleinen Anzahl gar nicht anders leisten können angesichts der Baukosten, diese Zahl zu decken auf 50%. Ja, es sind Ausnahmen formuliert, aber erstmal geht es der Stadt darum, oder dem Magistrat einen Leitfaden zu haben in Verhandlungen, wo sie Investoren erstmal sagen 30 bis 50%, und bei 50 wird erstmal gedeckelt. Mit dem Ziel auch auf andere Förderprogramme hinzuweisen. Also das ist ja, so ist es ja auch gegründet worden. Aber die Frage ist doch, schaffen wir damit tatsächlich mehr bezahlbaren Wohnraum und für wen? Also im Wohnraumversorgungskonzept ist genau formuliert, wer vor allem von dieser Wohnungskrise betroffen ist. Und es sind nicht diejenigen, die sich die Wohnungen auf dem freien Markt leisten können. Es wurde damit genannt, na, wenn es mehr als 50% Sozialwohnungen sind, dann hätte man die soziale Durchmischung nicht. 50% der Einwohnerinnen in Kassel haben Anspruch auf Wohnberechtigungsschein. Das ist nicht irgendwie in Ghetto, wenn man viele Sozialwohnungen baut. Im Ausschuss hieß es, es würde dann 100% gehen, aber sie wollen es schon bei 50% deckeln. In anderen Städten sind Investoren dazu aufgefordert, mindestens 60% Sozialwohnungen zu bauen. Und dann kann man noch über den größeren Anteil sprechen. Das andere Argument war ja der Haushalt, unsere begrenzten Mittel. Es wird für die Förderung oder für die sozialen, für den Zuschuss bei Kosten der Unterkunft, bei Wohngeld etc. Die Kosten, die dort reinfließen, sind 8-mal höher als das, was in den sozialen Wohnungsbau fließt. Wir brauchen doch erstens eine viel langfristigere Investition, wenn wir günstigen Wohnraum schaffen. Und auch Sozialwohnungen sind ja, wenn sie neu gebaut werden, im Moment nicht wirklich günstig. Sie sind halt ein bisschen gedeckelter im Gegensatz dazu, wenn man es zu den freien Preisen macht. Und es ist keine, also ich würde mir ja wünschen, dass wir eigentlich sagen, mindestens 50% müssen Sozialwohnungen sein, wenn neu gebaut wird. Aber das steht ja auch nicht drin. Sie wollen es deckeln, statt zu erhöhen. Und es war auch im Ausschuss die Diskussion, dass man, wie man das zusammenstimmt. Also klar, wenn Investoren sagen, sie wollen jetzt 100% Sozialwohnungen bauen, sind wir absolut offen dafür, dass man sagt, na, wenn ihr so viel öffentliche Gelder wollt, dann lasst uns darüber reden, wie die verteilt werden. Man kann da natürlich anders Steuern eingreifen. Dass man nämlich sagt, dann soll ein bestimmter Anteil eben auch wirklich in öffentliche Hand zum Beispiel übergehen. Dann soll Vorkaufsrecht für den Anteil gewährleistet werden. Dann soll ein bestimmter Teil in der Vergabe nochmal speziell an die Gruppen gehen, die wirklich fast keinen Zugang zu Wohnraum haben. Aber nicht die Deckelung von Sozialwohnungen in der Zeit, wo wir bezahlbaren Wohnraum brauchen, wo wir begrenzte Flächen haben, wo wir sehr bewusst gucken müssen, was wird gebaut, finde ich, ist absolut absurd.